Moin moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transportfieber hier auf Karte Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite sitzt der Manu. Hallo. Und wir sind hier immer noch in derselben Aufnahmesession. Folge Nummer 4 jetzt bei uns hier in der Aufnahmesession und für euch Folge Nummer 53. Ja, wir haben in der letzten Folge sehr viel vorgearbeitet und wollen das natürlich jetzt auch alles anschließen. Jetzt haben wir den Bürgermeister um Hannover gebeten um Mithilfe. Wir dürfen jetzt von einem seiner Gleise ein provisorisches Direktgleis machen nach Krefeld. Das werden wir natürlich auch jetzt direkt nutzen. Dann gehen wir nämlich aus dem Gleis hier direkt raus. Kann natürlich noch mal ein bisschen versuchen geradeaus. Warte mal, ist das zu weit unten? Ja, es war zu weit unten. Hier gehen wir ein bisschen hoch und dann machen wir nämlich eine Biege. So weit hoch wollen wir gar nicht. Und wenn Brücke, dann muss hier zumindest ein bisschen geschwind sein. 160, ja, 160 ist in Ordnung, ist ja nur ein Zuführungsgleis. Auch hier ist die 160 durchaus in Ordnung. Und hier müssen wir jetzt mal schauen, hier müssen wir oben drüber kommen. Ne, die Straße sollten wir freilassen. Okay. Warte, wir changen da mal ein bisschen was. Das müsste hinkommen. Und dann müssten wir hier nämlich drüber kommen. Manchmal klappt das aber auch mit dem Kante noch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht eine Brücke gesetzt, die langsamer ist als 160. Autosave. Endlich mal wieder Autosave. So, und jetzt wandern wir hier nämlich gleich ab in den Keller. Und gehen auf das linke Gleis in die Zuführung. Denn wir wollen ja nachher von hier aus geradeaus rein in den Bahnhof. So, und dann haben wir jetzt schon die direkte Verbindung hergestellt. Das spart uns natürlich einiges an Meilen. Gut, Züge haben wir uns jetzt schon durchdiskutiert. Es hat ungefähr eine Viertelstunde bis 20 Minuten gedauert. Ach, eine Linie hatten wir noch offen. Naja, egal. RB10 müsste das jetzt sein, richtig? Frage, ich habe nicht mitgezählt. Ich schätze jetzt einfach mal die 10. Ist das von Krefeld nach Michelstadt über Cottbus. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendeiner auf den Schlitz getreten fühle, weil ich jetzt, was habe ich vergessen? Ja, die eine Stadt habe ich ja vergessen. So, von hier aus fahren wir nach Cottbus, nach Falkenstein, genau, so war das. Bis hin nach Michelstadt. Zurück. Natürlich dieselbe Strecke. So, jetzt müssen wir hier nochmal schauen. Kann ich Michelstadt zweimal reinnehmen müssen. Wie bitte? Kann ich Michelstadt zweimal für die Schleife hinten mit reinnehmen, Wegpunkt. Ja, ich würde aber den Rückweg nehmen. Ja, ja. Dass wir durch Michelstadt durchfahren, dann die Kehre und dann auf dem Rückweg anhalten. Weil zweimal anhalten macht keinen Sinn. Ja, aber ich würde die Farbe vielleicht ändern, dann sieht man es besser. Auch das noch. Aber grau ist doch so grau. Also mit beiden da auf einem Terminal finde ich ja nicht so gut, ne? So, wie sieht das hier jetzt aus? Habe ich mir gedacht. 5 auf 1. Ja. 5 auf 1. So, und hier in Michelstadt wollen wir unsere Haltestelle auf die 4 setzen. Und dass er erst durch den Kreisel hinten durchfährt und dann anhält.
Gut, gucken wir hier auch noch mal rein, ob das hier alles richtig rum ist. Ja. 2 ist hin, 6 ist zurück. Und hier schauen wir auch noch mal rein. Die 4 ist ganz links. Gut. Dann haben wir das ja auch schon. Können wir noch mal schnell schauen. RE. Also allgemein. Da haben wir gar keine. RB. RE, er wäre 1. RB 10 haben wir hier, genau. 7, 8, 9, ja, passt. Meine Frau ist fies und gemein, ey. Haut mir hier auf den Schädel, während ich hier am Livestream bin, ne? War das? Das nächste Mal hole ich einen Hammer aus der Garage. Hätte mir das gehört. Dafür lieben wir sie alle. Ich hab dich nicht gehauen, ich hab dich damit getätschelt. Getätschelt? Okay. Dann will ich auch nachher mal tätscheln mit dem Hammer. Das war kein Hammer. Ja, zum Glück hat sie keine Sichel zur Hand. Ja, genau. Aha, okay, das oben kann man umlackieren. Die Lok kann man nicht umlackieren. Ja. Gut. Also die Zufahrt wird jetzt gemacht. Achso, wir können ja nochmal Signale da auf die Strecke zumindest schon mal setzen. Nicht, dass wir uns den Bahnhof dazu scheuchen. Achso, warte da. Ne, hier ist ja modern. So, jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich auch nochmal machen, wenn wir jetzt eh schon am Signale setzen sind. Drei Züge kommen drauf, das heißt, wir werden erstmal notdürftig signalisieren, sodass sie halt nicht zu dicht hintereinander herfahren. Also warte mal, das können wir lieber hier ansetzen. So. Okay, das hätten wir schon mal. Jetzt müssen wir die ganzen Busse ein bisschen abbestellen. Oh, wir müssen hier in der ganzen Förde noch was machen, ne? Doch die Busse. Doppelgelenkbus. Ist's. Und wir müssen auch mehr Busse fahren. Achso, die können. Wie bitte? Nimm doch die Hochkapazitiven. Nee, jetzt nicht. Ich mag die nicht so gerne. In der zumindest nicht im Stadtverkehr. So, Pipeline. Oh, beim. Bei unseren neuen Zügen wird Originalfarben gewünscht und nicht ein gekantetes Mintgrün. Ja, nee, ist klar. Okay, so. Wir werden nochmal laufen lassen. Straße mal was? Den Fernbus können wir ja weiterlaufen lassen, der hat ja ein anderes Ziel. Ja, aber wir nehmen Michelstadt raus. Ja.
So, den Falkensteiner Bus lassen wir jetzt mit durch den großen Zopf laufen. Das heißt, hinter Tulpen. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Boah, Saftmixer, echt. Vielen Dank für deine weiteren 5 verschenkten Subs. Willkommen in Kantopolis. Auf meinem Kanal. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Verrückter, ey. Vielen Dank, echt. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. So, Tulpenweg. Pass auf, das machen wir noch ein bisschen anders. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Der Tulpenweg komplett raus. Nicht. Ja, nimm ich raus, richtig? Jetzt die Haltestelle. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Sehr schön, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank und geht's her an alle Beschenkten. So, dass wir hier immer noch die Abdeckung haben. Ja. Meine Alternative wäre natürlich, dass wir hier hinten direkt rausfahren. Aber ich glaube, das ist okay so. Fährt hier noch mit durch den Zopf, genau. Gut. Was macht der hier? 21 von 23. Das ist auch schön. So, die Fernbusse, wie viele laufen überhaupt auf der Linie? Muss ich ja jetzt mal schauen. 8 Stück nur, das ist natürlich auch nicht wirklich viel. Ja, dann auch bitte schön statt. Ja. Ich werde jetzt erstmal so rausnehmen, dass die nicht mehr nach Falkenstein fahren. Nicht mehr nach Michelstadt. Natürlich schade, dann sind die ganzen Fahrgäste alle futsch, ne? Aber die kommen ja alle wieder. Die wollen ja trotzdem mit uns fahren, habe ich gehört. Stehen ja schon welche am Bahnhof. Ja. Da ja, brauchen wir dann eine neue Linie dann in Michelstadt. Ganz genau. Also brauchen wir Dortmund. Dann den Wegpunkt nehmen wir weg. Die Römerstraße. Den Amselweg. Michelstadt, Amselweg, Römerstraße und das Ding. So, dann fahren die jetzt nämlich hier unten nur die Rutsche. Und das ist ja auch okay. Gut, dann müssen wir jetzt hier oben natürlich noch eine Linie herstellen. Da müssen wir erstmal schauen, wie wir das jetzt am besten machen. Hier ist der Zopf. Aber jetzt hier einmal durchfahren und hier wieder zurück. Ja. Das werden wir auch so machen. Ich würde weiter unten im Süden noch eine Haltestelle bauen. Ja, genau, dass wir da wenden können. Dann fährt der von hier aus gerade durch, hält hier hinten und fährt hier wieder zurück. So machen wir. Dann schon aber außenrum wird die. Was denn? Kannst du die auch im Ring fahren lassen? Ja, ich habe so eine Ringlinie, habe ich gehört, soll nicht so toll sein. Da habe ich bei Cities in Motion schon immer einen auf den Sack gekriegt. Ich habe schon wieder die tolle Farbe, ob das an dir liegt. Nein, Manu, alles gut. So, das müsste eigentlich so ganz gut klappen. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Busse drin haben. Der Fernbus braucht, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Okay. Pass auf, du kannst gleich durchfahren nach Michelstadt. Nahverkehr. Genau, gleich durchfahren. Sehr gut. Der andere holt jetzt erstmal alles ab. Wo sind die ganzen 8 Busse hin? Steht also, da fahren noch welche. Ich würde sagen. In Lines die Solo. Nein. Da kommt schon der erste. Der erste Zug ist schon unterwegs. Da ist der Wunsch nach einer zweiten Buslinie in Michelstadt gleich auf einen Brand. Was? 2 Linien. Ja. Jeweils mit 2 Bussen oder was?
Ja. Oder warten wir eben ab, dass der hier ablädt. Hoffentlich. Na gut, dann muss er auch mitnehmen. Guck mal, der hat nur zwei, das ist gut. Die können unterwegs aussteigen. Hör auf, kurzen Schlenker, Sache erledigt. Oh, jetzt werden die echt voll, die Busse, okay. So, eine Michelstadt, wie viele haben wir jetzt hier? Drei Fahrzeuge. Einen würde ich gerne noch dazu nehmen, aber den können wir auch noch holen. Also die fünf Fernbusse müssten eigentlich reichen dann auf der Strecke. Kaufen uns erstmal den Fernbus dazu, dann haben wir noch einen zweiten dazu. Michelstadt. So. Linksverkehr machen, ja, dann kreuzen sicher. Das ist schon Quatsch. Was für Busse sollen denn hier fahren? In Michelstadt. Zweite Linie ist erstmal nicht vonnöten. Wir haben mit den Haltestellen alles abgedeckt. Ja, RB4 20 Millionen Umsatz. Die fährt wo? Das ist die gelbe. Die. Ah, okay. Ja, die. BVG. Er möchte mitfahren. Aha. Mit Bus? Bus? Oder Zug? Möchte ja gerne mitfahren. Ja, dazu können wir gleich mal mitfahren. Die neue Strecke müssen wir auf jeden Fall mitfahren. Wir haben ja noch Zeit, das ist ja gerade mal 17 Minuten alte Folge. Lass mal gucken, was du noch so an Bussen hast. Ich würde einen MAN nehmen. Sind eigentlich recht kostengünstig und trotzdem vielseitig. Ich würde den Hybrid nehmen, das ist einer meiner, also vom Design her, Lieblingsbus. Hybrid GL. 23 Kappa. Ich entscheide das jetzt einfach mal. Und dann gucken wir mal, was machen wir mit Züge. Guck mal, der erste ist schon hier hinten in der Wendeschleife. Haben wir noch einen, der zufährt hier? Alles schon auf der Strecke, wa? Ja, die Zuführungsfahrt war gut. Gut. Okay, dann setzen wir uns mal rein. Das ist ja die Wendeschleife. Immer ein Doppeldecker, ja, können wir gleich noch ändern. Ja, steht schon ein bisschen was. Zug, du, ach, egal. Hat er nicht angehalten? Was? Wer hat das gesagt? Das war die Probefahrt, da musste er erstmal gucken, wo er hin muss. Streckenkunde, genau. Oder Bewegungsfahrt, oder wie man auch immer das nennen möchte. Ja, läuft. Das war ein Durchläufer. Wahrscheinlich fahren die jetzt erstmal alle durch, weil die an die erste Haltestelle ran wollten. Aber da scheint er auch nicht angehalten zu sein. Willst du noch die Farbe bitte ändern? Ja, mach ich gleich. Ja, das nennt sich dann D-Zug. Durchgangszug. Ja. Muss er natürlich runterbremsen hier. Auf 76? Habt ihr auf 90 gehabt, die Brücke?
Muss ich gleich nochmal gucken. Wenn die vielleicht am Holzgleis liegen? Nee, wird am Anfang der Brücke irgendwas gewesen sein. Ich guck gleich nochmal nach. Man kannte keine Ausreden, hat als wenn ich mir mal Ausreden einfallen lassen müsste, ja. Achso, die Waggons müssen noch vorgeheizt werden, auch sehr gut, ja. Finde ich, macht auf jeden Fall Sinn. Mal gucken, was der Kante wieder für eine Strecke gebaut hat. Da seid ihr wieder neugierig, ne? Ich auch. Ich finde das immer atemberaubend, was man für Mist hier bauen kann. Also im positiven Sinne, ne? Geht nicht, gibt's nicht. In dem Spiel hier zwar schon, aber die Möglichkeiten sind schon echt heftig geworden. Ja. Wenn man bedenkt, vom Release bis jetzt. Wenn im Release ein Bahnhof abgedatet hast, du dazu sich umgedreht. Ja. Und da gibt's ja so den ein oder anderen Kollegen von uns, der damit gar nicht klar kam. Okay. Thomas, schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Ja, jeder hat halt so seine Schwächen und auch seine Stärken darin. Also, ich finde es schon interessant. Und ich bin gespannt, was aus Transport Fever 2, was sie daraus machen. Weil das Potenzial ist immens. Die haben noch einen Publisher dazu gekriegt. Und die haben auch sehr viel aus Transport Fever schon gelernt. Ja gut, wenn man jetzt den Satz hier aus dem Chat nimmt, wenn man bedenkt von Train Fever. Genau. Ist ja auch eine ordentliche Entwicklung. Das stimmt. Fährt echt bis vorne hin einmal wieder zurück. Uns geht's allen super. Guck mal, da hinten schwebt ein Zug. Links oben sieht man den? Ja, sieht man. Vor dem Berg. Schwebebahn. Wer es glaubt, ist selber schuld. Nein, das ist der Flying Scott. Ja, wenn du halt so flache Brücken nimmst, dann sieht man diese. Geht erst. Ja. Nächstes Mal nehme ich eine Hochhausbrücke. Oder ich lasse aufschütten. Wäre auch gut. Warte, wie war das mit aufschütten? Staudamm? Drei Schluchtendamm? Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass er wieder ins Depot fährt, oder? Ne, er bremst ab. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Und die Fahrgäste wissen, dass da ein Zug kommt. Die wissen halt nur nicht, ob er hält oder nicht. Ja, wie war das die Ansage? Und ob sie richtig stehen, zeigt sich, wenn der Zug stehen bleibt. Ja. Ja, Katzbock, eine lustige Idee. So, jetzt sind wir endlich auf der Linie unterwegs und haben auch unsere ersten Fahrgäste. 23 an der Zahl. Bitte die Farbe ändern, danke. Alter Schwede, ja, ich mach sie jetzt schwarz. Nee, Originalfarben. Nee, jetzt sind sie schwarz. Oh, es waren 24 Fahrgäste, ist einer unterwegs eingestiegen. So, jetzt fahren wir mit dem Zug nach Cottbus. Alter, was für ein ereignisreicher Abend heute wieder. Wir haben 4 Folgen aufgenommen in dieser Session.
Und Cottbus hat einen Bahnhof gekriegt und Michelstadt hat einen Bahnhof gekriegt und wir haben so viel Geld investiert und na, Wahnsinn, was hier schon wieder alles passiert ist, ey. Wahnsinn. So viele Wünsche heute wieder erfüllt. Stimmt, hier müssen wir noch den Bus ändern, ne? Den Cottbus. Ja, der fährt Bus noch. Oh, warte mal. Also er muss am Bahnhof halten. Ja gut, die können dann auch mit dem Zug fahren. Also. Ja, wenn es also lange dauert, können sie mit dem Zug zum Zug laufen. Zugabe. So viel geschafft, ey. Echt herrlich. Freut mich. Hat aber gute Beschleunigung, ne? Ja, also für den Reihenschlussmotor mit Schalter, ja. Du kennst dich auch wieder gleich, du bist gleich wieder mit sowas hier, ne? Du bist gleich wieder mit Fachbegriffen, oder nicht? Ich habe die Hälfte meiner Schulzeit hinter so einem Loch. Ja, Unsinn überlegen. Du Armer. Wobei man muss ja dazu sagen, das, was sie danach beschafft haben, war ja mehr defekt, als dass es gerollt ist. Man wusste ganz genau, wenn der Zug 5 Minuten Verspätung hat, es kommt eine alte Lok mit Silberlingen hinten dran. Das war nämlich der Reservezug damals. Also ich bin manchmal der Meinung gewesen, die haben den Reservezug bewusst rausgeschickt und den anderen stehen lassen. Ich habe da Kombos gesehen, sage ich dir. Mit Abteilwagen erster Klasse, die auf zweite Klasse umgezeichnet waren, die guten alten Silberlinge mit rotem Kunstleder und grünem Kunstleder noch. Okay. Und dazu eine E41-Lok aus dem Koblenzer DB-Museum, weil gerade kein anderes Rollensmaterial da war. Das habe ich live erlebt in meiner Schulzeit mehrfach. Dann hatte ich mich mal mit dem Lokführer unterhalten, wie er inzwischen halt hatte. Ja? Wo er auf der Gegenzug warten musste auf der Strecke. Und an dem Bahnhof bin ich zugestiegen und da hatte ich mich mit dem Lokführer unterhalten und sagte, naja gut, das war jetzt das letzte Aufgebot. Mehr hatten wir nicht mehr. Und die war gerade zur Regelwartung bei uns im BW. Die haben wir jetzt okay. Halt mal wieder in den Streckendienst gesetzt, die hatte noch eine Zulassung. Die ist als Touristenzüge gefahren. In der Mittelrheinschiene da St. Goa und so. Hm. Oh! Hier ist schon ein bisschen mehr Verkehr. Ja, da Anschluss an die weite Kantweiz. Ja, das ist auch eine interessante Verbindung eigentlich. Weil du hast so ja keine direkte Verbindung zu irgendeiner Querstrecke außer in Krefeld. Ja. Und von hier aus halt nach Dortmund. Ansonsten nicht. Wie viel haben wir denn jetzt mit? Oh, Zug voll. Ups. Der beschwert sich noch, dass das zu groß. Kommt ja gleich der nächste. Dass wir drei Stück drauf geschickt haben. Gute Nacht, Pluspunkt. So, jetzt fahren wir nach Michelstadt. In Michelstadt haben wir ja, wie ihr vorhin schon gesehen habt, etwas Besonderes gebaut. Und zwar eine Wendeschleife. Die haben wir natürlich so
angeschlossen, dass wir erst durch die Wendeschleife fahren und dann im Bahnhof halten. Okay, da kommt jetzt schon die 110.2 mit Durst los als Ersatzvorschlag, wenn der mal alt ist. Ja. Ja, 628 in Dreifachtraktion oder eine BR216 mit 4 IC-Wagen auf einer Nebenbahn. Ja, die Bahn, die Deutsche Bahn ist zu vielen fähig. Hauptsache es rollt. Ja, alles rollt. War das die Fahrgäste? Wo fahren wir jetzt hin? Wo fahren wir jetzt hin? Wir wollten doch hier aussteigen. Das fragen mich meine Fahrgäste auch immer. Hey, ich wollte aussteigen. Müssen Sie auch drücken. Ich hab gedrückt. Haben Sie nicht. Da. Vollbremsung. Ich mag diese Diskussion. Ja, habe ich trotzdem. Also Vollbremsung mache ich nicht, aber ich halte dann auch trotzdem an. Ja, komm, aussteigen. B143 Silberling. Naja. Also mal schön rein beschleunigen, genau. Oder wieder durchfahren. Winnie, ich fahre in Kantopolis. Und Daniel, darf man den Busfahrer während der Fahrt drücken? Natürlich. Aber nur, wenn es eine Frau ist. Ja, die Kombo mit der Dampflok Zwergenhain, die kenne ich auch schon. So. Da bin ich ja mal schier aus dem Bett gefallen, als die Dampflok loslegte. Ja, schade, dass die Leute aus Michelstadt nicht wegkommen. Ja. Ich würde sagen, wir setzen da noch einen Zug drauf, ne? Ich hatte ja mit 4 angefangen zu diskutieren. Du hast gesagt 3. Ich hätte 3 oder 4 gesagt. Du wolltest 4 oder 3 und dann haben wir uns auf 3 geeinigt. Genau, du hast 3 gesagt. Ja, nachdem du mir keine Wahl gelassen hast. Jetzt kriege ich hier aber auch wieder eine Abwürde. So, RB10. Bevor ich jetzt das Ganze rausgesucht habe. Halt, Linie bleibt. Fahrzeug ersetzen nicht. Warte mal, wo ist denn das? Das ist doch Details. Ach, wir haben noch gar keine Zugersetzung gemacht. Häng gleich mal einen Waggon hinten dran. Nur weil du einen sagst, sage ich 2. So. Gut. Also, wir hatten die 110.2 in Alt. Alter, das ist so unwürdig da oben. Ja, die ist das. Ein Passagierwagen haben wir. Mintgrün. Die Minze genommen. 5, 6, 7. Komm, machen wir 8. Ach komm, wollen wir nicht übertreiben, wenn wir 7. So. Automatische Ersetzung, sofort ersetzen. 9,8 Millionen. Oh, hier lädt schon wieder hier ein Zug voll. Wow. War noch genug Stein da? Mhm. Ich glaube eher, dass der Umladeplatz oben für Hannover Langenhagen ein bisschen übervoll ist. Da ja, das ist gerade Kraftstoff angekommen, ne? Ah ja, okay, dann dauert es nur kurz. Machen wir unsere LKWs. Also es liegt hier kein Holz mehr rum. Was ja eigentlich schon ganz gut ist, ne? Wollen wir mal gucken, was macht denn die hier? Laufen auch auf halbe Kraft, also da ist alles im grünen Bereich. So, jetzt müssen wir nochmal nach Cottbus. Sonst werden wir da nicht Herr der Dinge, Herr der Ringe Dinge. 8 Busse, die können wir hier im Nahverkehr durchaus verplempern.
Mal können wir hier rausfahren. Gesundheit, mein Schatz. Alles gut. So, irgendwo hatte ich ja noch eine Linie. Da. Die nehmen wir mal. Nahverkehr. Achso, warte mal. Wir können auch den Fernbus direkt gleich umbauen. Also nehmen wir gleich noch eine zweite Linie. Nehmen wir den Fernbus Cottbus. Und bauen den mal um. Wir brauchen noch ein paar Haltestellen. Das sieht ja schon soweit eigentlich ganz gut aus, was wir hier haben. Aber wenn wir dann hier außen nochmal in die Stadt reinfahren. So, hier halten wir nochmal. Vielleicht bauen wir hier ja nochmal so irgendwie so. Ein Schiffsanleger. Wäre doch eine Maßnahme. Genauso lassen wir das nämlich sonst. Also wir nehmen raus Krefeld-Zopp. Fügen wir zu Speerkobold. Vielen Dank für dein Follow. So, fügen hinzu den Zopp. Und wollen dann hinter der Ringstraße. Was denn? Den Bahnhof auf hier sind wir. Achso, den Bahnhof habe ich angeklickt, ja, okay. Yep. Gut. Ich wollte es ja nur erwähnt haben. Zur U-Landstraße und von der U-Landstraße zum Zopp und vom Zopp fahren wir nochmal zur U-Landstraße. So, dann machen wir 8 Fahrzeuge. Das kriegen wir ganz gut. Hier hinten die Ecke haben wir nicht. Wir nehmen erstmal kleinere Fahrzeuge in Cottbus. Sven noch da? Den jetzt spontan nicht. Doch, ich habe ihn gesehen. Das ist ein Stück von weiter oben. Also ich würde dort nehmen die Citaro C2 NGTs. Würde ich jetzt empfehlen. Die haben nicht zu viel Kapazität. Und MAN Bus 17 Passagiere, okay. Ja. Was ist der Doppeldecker? Ne. Ja, wir wollten ein Ding noch den Doppeldecker austauschen. Nee. Michelstadt. Ach hier, den L hier. Also. Nehmen wir den mit mehr Leistung. Okay. Ein sofort ersetzen. Jo. So, gucken wir uns gleich mal an. Liebe Raya, hi. Schön, dass du reinschaust. Schöne Bus, oder? Sogar richtig gewesen mit der MAN sind nämlich Nachlaufachsen. Die sind nicht gelenkt. Und das ist so grausam. Wenn du irgendwo wenden musst mit so einer Kiste und die Hinterachse lenkt nicht mit, weil es eine Nachlaufachse ist. Das heißt, dass sie quasi dem Bus folgt. Das ist. Wendekreis im Kreuzfahrtschiff. Ja. So, noch mal ein bisschen Perfektionismus reinbringen hier. So, nach Cottbus Haltepunkt fahren wir hier lang. Bleibt ganz so schön außen bleiben, ne? Was hier los ist an der Haltestelle, hätte ich nicht mit gerechnet. Wenn wir jetzt hier noch so ein Flussdings hier anbauen, hier, so ein Schiffsgedöns. Ist ja hier auch schon mit eingeplant. Straßenbrücke zwar abreißen, aber. Oder die eine Straße müsste ich abreißen, aber ansonsten kannst du damit fahren. Und die hier auch. Gut, 2 Brücken müssten wir neu machen. Ah, gut. Aber ist ja überschaubar.
Ja. Können wir uns ja für die nächste aufhören. Genau. Zop. Och. Wo ist die Zeit geblieben, Alter? Wie schaffen das manche nur 20 Minuten Folgen aufzunehmen? Die sind einfach zu hektisch. Ich kann's nicht verstehen, ey. Wir sind bei 40 Minuten angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.